Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Total Immersion Racing. Wir haben im letzten Part die Karriere gestartet und in der GT-Klasse die ersten beiden Strecken sowie die Qualifikation der dritten Strecke gemacht. Und nun geht es los. Wir starten als Erster und wir haben sogar ein paar GTS-Wagen hinter uns. Geil. Und ich habe vor mir auf jeden Fall noch ein paar andere GTS-Wagen hinter mir zu halten. Das habe ich früher sogar richtig gern gemacht. Scheiße, das ist nicht wahr jetzt. Meine Blödheit kennt keine Grenzen. Aber viele GTS hinter mir sind, ne? Oh mein Gott! Audi! Du Mongo! Jetzt hast du selbst den Panos durchgelassen. Schäm dich was. Der Panos rutscht ja schlimmer als meine Oma. Ich kriege sowieso noch. Dann nicht. Warum mache ich eigentlich so eine Scheiße? Hey, die haben da hinten noch einen GTS-Wagen. Den Panos will ich auf jeden Fall haben. Der soll raus. Weil du bist eine Schande für alle Wagen. Du wurdest zudem von einem GTS gefickt. GT gefickt, ich Trottel. Aber jetzt sollte ich mich mal darum bemühen, eine gute Rundenbestzeit zu kriegen. Ich werde aber keinen GTS mehr durchlassen. Auch wenn da gerade eine Anke raus mit Gras kommt. Centura, Baby! Oh! Centura! Oh, Centura ist da! Oh, da ist er, der Centura! Mein schöner Centura. Mit dir fahre ich im nächsten Part. Oh mein Gott, bitte stopp. Hör auf, bitte. Hör auf. Alter. Dennoch, ich will nicht, dass du hier durchkommst. Er ist durchgekommen. Aber dich lasse ich hundertprozentig nicht durch. Der hat mich voll geballert von hinten, ey. Spaten. Irgendwas stimmt eindeutig mit dem GTS da vorne nicht. Und mit mir stimmt auch irgendwas nicht, glaube ich. So wie ich mich hier aufführe. Ich hätte ihn wahrscheinlich sogar noch rammen können. Ich bin direkt hinter dem. Der Centura hat sich schon zu den anderen eingereiht. Oh, Panos, du bist ein hoffnungsloser Fall. Ich bin immer noch hinter dir. Ich kriege ihn wahrscheinlich sogar noch in der Kurve. Kann das sein? Nee. Fahren wir lieber jetzt normal. Also normal im Sinne von, dass die anderen keine Bestzeit mehr bekommen. Guck mal, wie ich zu dem aufhole. Was zum Teufel? Ich hole einfach ständig zu dem Panos auf. Wie mache ich das bloß? Ich habe halt sehr viel Skill. Ich überhole ihn gleich nochmal, dann wird er sowas von angepisst sein. Und das ist mein Ziel. Da verlange ich doch wirklich nicht zu viel. Ja, genau. So, jetzt bleib hinten. Du bist eine Schmach. Aber wirklich.
Ich habe noch nie so einen traurigen Wagen wie dich gesehen, Alter. Da hinten ist vor allem ein Prototyp. Was mit dem passiert ist, würde ich auch ganz gerne wissen. So, gut. Vorne sind die anderen GTS. Alter, guck mal, die haben gar keinen wirklichen Abstand, ne? Was ist noch aus den alten GTS geworden, die ich kenne? Vor allem du, Alter. Hoffnungsloser Pfosten. Ich wette, ich schaffe es noch, das Ziel zu kommen, ohne dass er mich überholt. Komm schon, Strecke ist frei, mach was. Erst nah rangekommen, aber nicht nah genug. Tja, so sieht's aus, mein Boy. Endlich habe ich mal die beste Zeit. Bound. Nun gut. 31 Punkte, ich hätte zwar gern 33, aber was willst du machen, ne? Ich hoffe nur, dass wir für die geheime Schwierigkeitsstufe nicht irgendwie jetzt perfektes Rennen, perfekte Saison brauchen. Aber mit perfekter Saison verstehe ich doch irgendwie ich immer Erster. So, das ist mein Team, mein Wagen und meine Fahrer, die das letzte Rennen gewonnen haben. Ich bin stolz, erneut. Hey, sie sind wirklich gut gefahren. Mit all den Punkten, die sie sich geholt haben, gehe ich davon aus, dass sie den Titel erlangen können. Klar. Und die nächste Strecke ist leider Gottes Thalheimring. Der Thalheimring hat schnelle wechselnde Kurven, wie schon bei jeder anderen Strecke. Hohe Geschwindigkeiten hier haben zur Folge, dass die Dinge komplett aus dem Ruder laufen, wenn etwas schief geht. Ja, ja, laber nur keinen Scheiß. Erstmal trinke ich was, weil ich Durst habe. Okay. Let's go! Und wir sind ein paar GTS in den GT-Wagen. Toll. Centura. Interessant. Wenn du an dem Wagen vor dir vorbeikommst, bist du in Führung. Schon passiert. Bin sogar schon beim Centura dran. Das ist echt witzig. Oh nein! Oh nein, bitte sei vorsichtig! Der hat das überlebt. Respekt. Ich werde dir den Panos auch gleich noch dazu holen. Keine Sorge, da wirst du einen Spielkamerad fürs Leben haben. Oh, nice, Alter, ohne zu bremsen. Das möchte ich aber auch bitte hier haben. Ja, klappt. Perfekt. Hey, der versucht es. Nice. Ich war gerade am Überlegen, ob ich hier nicht schon mal mit dem GT gefahren bin, und zwar die Quaife, weiß ich noch. Aber nur vielleicht, das kann sich nämlich ändern. Wir bleiben bei konstanten 130, nice. Also 130 km/h.
wie ich immer noch an denen dran bin, ne? Also Rivalen habe ich, glaube ich, bisher nicht. Kann das sein? Alter, nein, ich komme einfach durch, ohne zu bremsen. Das ist vor allem auch witzig. Ich habe die ganze Zeit den Palos hinter mir. Den Centura. Gut, dass ich das noch durchs Bremsen gerettet habe. Okay. Bitte geh zur Seite, ja? Der ist nicht mal sauer auf mich. Also ich wäre an seiner Stelle sauer. Echt krass, wie ich ihn hinten halte, ne? Scheiße. Hier kommt die Endrunde des Rennens. Ja, ist gut, überhol mich ruhig. Ist mir egal. Ab hier überhole ich dich eh schon wieder. Und ich bin schon wieder am Panos dran. Okay, entschuldige diese kleine Unterbrechung. Irgendeine scheiß Skype-Gruppe hat mich angerufen, ey. Das kotzt aber auch an, Alter. Warum muss das ausgerechnet kommen, ne? Ich werde dir auf jeden Fall dafür noch ein bisschen zurechtstutzen. Ich will erstmal nur den Part zu Ende machen, Alter. Fuck, nein! Als habe ich ihn verloren, scheiße. Na egal, ich lasse ihn mal laufen. Du kannst dir deine Freiheit jetzt gönnen. Dafür kommen die Arschgeigen hier angerannt. Frag mich wie. Mann, ich bin schlechter dran. Kriege ich ihn noch? Nein! Oh mein Gott! Wie ich mich nochmal mit starker Bremse retten konnte. Das wäre in die Hose gegangen. BMW, verpiss dich. Ganz ehrlich, hau einfach ab. Du bist auf dem ersten Platz gelandet. Ja, und da ist jemand sauer. Also ich war's nicht. Aber wir haben die beste Runde, geil. Auch wenn der Bond mal wieder ganz knapp dran war. Du verficktes Spastkind, ey. Gut, weiter geht's. Letzte Runde. Naja, letzte Strecke. Mann, that's stupid. Sehr gut. Sie haben 110% gegeben. Dafür bekommen Sie jetzt die Belohnung und die Meisterschaftspunkte. Ein Wahnsinnsfahrer in einem Wahnsinnsauto. Sie haben den Meistertitel. Nein, noch nicht ganz. Eine Strecke fehlt uns noch. Alter, der andere Audi ist arm dran. Läuft doch, let's go. Hockenheim ist eine Scheißstrecke und ist in zwei Hälften unterteilt. Zuerst kommen die schnellen Geraden, die durch Schikanen unterteilt sind. Anschließend folgt ein technischer Teil im Stadion. Sie können mich mal am Arsch lecken, liebe Entwickler. Diese Strecke kommt definitiv zu oft vor. Viel zu oft. Nun gut. Quali wie immer, nein. Danke, brauche ich nicht. Das ist geil, ich darf einfach schon hier bremsen. Tsch.
Entschuldigung, Noble. Ein paar von denen... Oh Mann, scheiße! Ist der Noble leicht sauer? Ich weiß es jetzt nicht, ich kann das gar nicht sehen. Die Pfeife ist leicht sauer. Ja, hatte ich ja auch vor. Hey, ziemlich geil gelöst, lol. Was ist das für eine Massenkarambolage? Der ist jetzt sauer! Aber nicht durch mich, wie geil! Damit bist du jetzt in Führung! So sieht's aus, der BMW ist sauer. Ziemlich witzig, wenn man bedenkt. Alter, raus da! Ja, nice. Der ist Zweiter, obwohl er sauer. In der Karriere ist es echt so, dass sie durchdrehen. Oh, scheiße. Der ist auf Platz 2. Und der will mich, ey. Scheiße. Alter, das war nicht so gemeint, wirklich. Chill doch bitte. Oh mein Gott, Bitch. Geh weg. Lass mich bitte in Ruhe, ja? Junge, ich hab doch nichts getan. Du bist doch von alleine sauer geworden. Ich hab dich nur ein bisschen gerammt am Ende. Der ist sauer. Als ob ich 2 Minuten 31 genau habe. Auch genau auf die Sekunde, wie geil. Okay. Scheiße, ey. Die ganze 8 Sekunden besser. Kann ich glauben. Die Prototypen sind schon in der letzten Runde. Die GTs hingegen erst gleich. Läuft aktuell eigentlich ziemlich gut, aber warum mussten sie ausgerechnet diese Scheißstrecke als Abschlussstrecke nehmen? Das will mir nicht in den Kopf. Du bist in deiner letzten Runde. Ja, so sieht's wohl aus. Scheiß Choing, Alter. Okay, wir müssen uns nochmal ranhängen, damit dieser Bastard keinen zweiten Extrapunkt bekommen kann.
Das ist aber auch ein Stück Scheiße. Das war gut. Dann zeig mal den Zwischenstand. Okay, es sieht doch sehr holprig aus, aber wir können das doch schaffen, oder? Oder? Spiel. Also schaut gut aus, finde ich. Okay, komm, wir müssen Gas geben. Ah, ja, nice, sehr gut. Das ist doch nicht wahr! Du Fotze! Mistkind, Quaife! Ich werde dich immer hassen! Opferkind! Ich will echt mal gucken, wie es beim Strohi aussah, wie der das mit den Bestzeiten gehandelt hat. Der ist auch ständig Herausforderungen und Training gefahren. Sie haben die Meisterschaft gewonnen! Jetzt stehen sie ganz oben! Ich bin sprachlos. Steig... Peach, that scares the fuck out of me. Ich hab mich erschrocken, Alter, als auf einmal der Jubel kam. Aber man hört den Jubel, Leute, man hört ihn. Ich dachte, den gibt's nämlich gar nicht in diesem Spiel. Na gut, ich fahre die Karriere auch zum ersten Mal seit Jahren. Jedenfalls möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr weiterhin zugeschaut habt. Und im nächsten Part geht's mit einer neuen Klasse weiter. So. Wie gesagt, im nächsten Part geht es dann weiter mit einem neuen Rennwagen oder mit der neuen Klasse. Bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.